Ja, wieder herzlich willkommen zu Spiele der Erwachsenen von Erik Birne. Die Psychospiele, auf die wir häufig hereinfallen oder schrägstich sie selber spielen oder mitspielen und wir merken es häufig gar nicht. Ja, und deshalb wieder ein Stückchen die Aufklärung dazu. Und heute ist dran der, die Scheinheilige. Ja, dieses Programm, der, die Scheinheilige, ist sozusagen auch ein besonderes Art von Schutzprogramm. Und auch ein Programm, wo man wieder einen Gewinn einfahren will. Manchmal auf Kosten von anderer oder auf Kosten des Systems. Und in der höchsten Form ist dieses Programm sogar etwas, was man der Schizophrenie zuordnen könnte. Und da gibt es natürlich kleine Formen, die aber dann sowas wie schizoide Züge schon aufzeigen können. Das kann harmlos sein, kann aber auch schon recht pathologisch, also krankhaft werden. Und dieses Art von Schutzprogramm, dahinter steckt eigentlich häufig ein Mangel, ein tiefer Mangel an Liebe und Anerkennung wieder. Und das ist ja häufig, was man wieder in diese Art von Spiele der Erwachsenenpsychospiele einfahren will. Und Schrägstrich aber auch irgendwelche alten Verletzungen, Schrägstrich auch Traumatisierung. Und die natürlich häufig was damit zu tun haben, wo man verletzt ist. Und diese Verletztheit erzeugt natürlich häufig negative Gefühle. Und wer möchte denn ständig schon negative Gefühle fühlen? Normalerweise keiner. Naja, gibt es aber auch. Und das heißt, wenn es einem schlecht geht, sucht man dazu, wie könnte es einem besser gehen. Und da gibt es so das kleine Programm, das ist das Sonnenscheinkind-Syndrom. Die lächeln immer schön, ach, alles so easy, so schön und so weiter. Aber in Wirklichkeit innerlich tobt der innere Bär. Das heißt, man ist verletzt. Aber man versucht halt, das Sonnenscheinkind-Licht an den Tag zu legen. Und dann erzählt man, ach ja, heute habe ich mir gerade die Finger gebrochen und erzählt so schlimme Sachen und lächelt dabei. Das ist ein Schutzprogramm dahinter. Dass man, ich nenne das manchmal auch Sahne über Scheiße gießen. Ja? Das heißt, damit ist das eigentliche Problem nicht gelöst, aber man hat so was Schönes drüber gepackt. Das Gleiche passiert auch mit positivem Denken und das ist das nächste Problem. Positives Denken ist schon sehr gut, nutzt aber nichts, wenn auf der anderen Seite innerlich eine andere Stimme sagt, ja, ist doch alles Scheiße, ist doch alles Mist, das bringt doch nichts. Und dann versucht man das schön zu reden und dann kriegt man ein Gefühl von innerer Zerrissenheit. Und dann lächeln sie auf der einen Seite, aber innerlich fühlen sie sich schlecht. Und auch diese Leute, ne, das könnte sein, die bringen sich plötzlich um und alle denken, die waren doch immer so freundlich, so nett gewesen. Tja, das war nur der Schein nach außen und das ist dann auch eine Form der Scheinheiligkeit. Also aufpassen auch mit positivem Denken. Erst muss das Negative, was darunter liegt, gelöst werden. Dann kann das Positive nur wieder eingebaut werden und da empfehle ich unter anderem auch Emotion Sync, ist also sehr gut geeignet für, um das Neuronale im Gehirn zu entkoppeln. Ja, dazu muss man das Gehirn auch verstehen. Gibt es aber auch einen separaten Blog zu, wie funktioniert das Gehirn auch wirklich richtig. Ja, und aus diesem Mangel heraus, in der höchsten Form, in der Schizophrenie, ist es so, dass es früher schon immer gerne war, dass Menschen, die irgendwelche Traumas erlebt haben und dieses nicht erleben wollen, sind sozusagen in ihrer Persönlichkeit als geswitcht und suchen sich häufig im Programm eine Rolle aus, in der es schön ist. Und da wurden schon früher immer gerne Heilige genommen. Ne? Und deshalb, ich kenne den einen oder anderen mit schizoiden Zügen oder Schizophrenen auch. Und die suchen sich häufig gerne das Programm aus, ein besonderer Sendbote Gottes zu sein. Dann könnte ich im Umkehrschluss sagen, sind wir eh alle. Aber da ist das ein bisschen was anderes. Also die sind dann auch so etwas in Richtung, sie sind... sie meinen auch oft alles zu wissen, sind mit Gott angebunden und so weiter. Und wenn man mal genauer hinguckt, stimmt das oft gar nicht. Das ist dann auch wieder so eine Scheinheiligkeit. Also das Flüchten in die Heiligkeit, in das Göttliche und die verschiedenen Glaubenssysteme, um da drin das Glück zu finden und darüber auch etwas auszuleben, um darüber natürlich auch wieder Anerkennung und Liebe zu bekommen. Du bist so schön, du bist so toll. Und das in der kleineren Form ist die naive Form. In der naiven Form ist es so, dass man sagt, okay, dieser Alltag, das ganze normale Leben, die Beziehung klappt nicht so richtig und ist nicht so schön und so weiter. Und dann will ich in eine Art Selbstverwirklichung reingehen. Und dann gehen die häufig in die Selbstverwirklichung rein und häufig wird dann der spirituelle Weg gesucht, der an sich auch nicht schlecht ist. Also ich kenne ihn auch und das kann man auch sehr, sehr schön mitarbeiten. Aber das ist dann häufig so eine übertriebene Spiritualität. Und dann ist es so, dass es dann die Menschen gibt, die müssen sich dann über Engelskarten aufstellen. Also wenn die nicht da sind, dann können sie hier schon gar nicht mehr funktionieren. Das ist auch so ein Zeichen, dass sie die weltlichen Gesetze nicht beherrschen
und mich richtig bedienen können. Denn die weltlichen Gesetze ist nur mal ein Stückchen Physik, das ist der Alltag, da gehört die Steuer zu, die Miete zu bezahlen. Also etwas ist ein Teil der weltlichen Bereiche. Und dann versucht man sich in der Selbstverwirklichung göttliche Seminare zu machen, spirituell ein bisschen Sternstaub aus der Tasche noch mit rauszuholen, das schick und schön zu machen. Da die meisten dann da in dieses Programm reinflüchten, wo es sich auch spirituell sehr schön anfühlen kann, passiert aber häufig etwas wie, sie sind nicht geerdet. Und wenn man nicht geerdet ist, passiert etwas wie, dann kommt man mit den weltlichen Gesetzen nicht klar. Dann funktionieren die Beziehungen auch nicht besonders gut, der Job funktioniert nicht so richtig gut, man wird auch nicht so besonders erfolgreich und nicht wirklich glücklich, weil diese Glücklichkeit ist nur ein Schein. Und darum auch so diese Scheinheiligkeit, in der man sich reinflüchtet, wieder als Schutzprogramm. Und in der Hoffnung, dort würde man dann all das kriegen, das einen hier auf Erden glücklich macht. Und wenn man dann am Göttlichen angebunden ist, wäre alles schick und schön und alles gelöst, was eine Illusion ist. Das erlebe ich in meinen Seminaren und Ausbildungen doch häufig immer wieder, dass diese Menschen doch in einer Art Illusionsblase leben und und da das Heil drin suchen. Ja, und dann gibt es natürlich auch genug Seminaranbieter, die das bedienen auch und wo dann die Massen zusammenkommen auch durchaus und machen gemeinsam energetische Workshops. Und wenn man dann gemeinsam ist, gibt es auch eine Energieerhöhung und sowas als Phänomen, das ist eine Massenhypnose, eine Massentrance, in der man sich sehr, sehr wohl fühlt. Also das ist echt schon durchaus schön, so gemeinsam ein Om anzustimmen, gemeinsam in der Kirche etwas zu singen. Diese gemeinschaftlichen Erlebnisse erzeugt auch so etwas von Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, in der man sich sehr wohl fühlt. Aber nur wenn man das Om singt, langt das alleine nicht aus, dass die Miete bezahlt wird. Und dann gibt es auch Workshops, die habe ich also auch schon mitgemacht und sowas dahinter, auch die Kundalini-Kraft zu erwecken, so die Energie im System, im Chakrensystem aufsteigen zu lassen. Und das fühlt sich, wenn das passiert, schon echt toll an, ohne Wenn und Aber. Es ist sowas wie so ein kleiner oder auch ein größerer, multipler Orgasmus. Und wenn man das erstmal erlebt und gespürt hat, denkt man auch, davon hätte ich gerne mehr. Ohne Wenn und Aber, kann ich gut verstehen. Jetzt ist es so, dass häufig die in dem Zustand, der da oben war, wo man sich mit eins fühlt, mit der Göttlichkeit, mit dem Universum in eins fühlt, ein schöner Zustand ist. Ohne Wenn und Aber. Dann kommt da wieder der Alltag. Ja, und dann kann man diesen nicht immer aufrechterhalten. Man kann überhaupt die meisten Zustände nicht aufrechterhalten. Wenn man geheult hat, hört man wieder auf. Wenn man gelacht hat, hört man wieder auf. Und wenn man so ein Gefühl von Erleuchtung hat, dann hört die auch erstmal wieder auf. Und das Besondere ist auch dahinter, wenn man wirklich wahr erleuchtet sein will, darf oder soll, dann muss man danach unbedingt in eine tiefe Erdung wieder gehen und das quasi loslassen. Der wahre Erleuchtete sagt, after enlightenment, the dishes. Also man macht sein Tageswerk. Man fühlt sich auch nicht was Besonderes, man spricht auch nicht, dass man erhoben ist und so weiter, sondern geht mit Demut und Liebe an seine Arbeit, an sein Tageswerk zurück und verrichtet die weltlichen Gesetze und ist auch eigentlich ganz normal. Und wenn wir mal reingucken, es gibt so viel Scheinheiligkeit, so, wenn es um die Ernährung geht, um das Essen geht dahinter. Eigentlich ist das häufig nur eine Philosophie. Also rein von unserer Art Maschine Mensch sind wir ein Allesfresser. Das wollen aber manche nicht wahrhaben, auch vom Stoffwechsel her sind wir das. Jetzt kann man eine Philosophie drauf lassen, das darfst du essen, das darfst du nicht essen und so weiter. Also wir sind keine Kuh, wir können nicht wiederkäuen und sind für so Gras nicht so gut geeignet, das zu verdauen. Wir haben das Verdauungssystem gar nicht dafür. Und da muss man das irgendwie anders hinkriegen, dann brauchen wir auch viel Eiweiß, damit wir die Muskeln aufbauen können, unser Gehirn gut funktioniert. Und deshalb leben auch einige Veganer und auch Vegetarier manchmal doch etwas eiweißmangellastig. Muss man dann irgendwie kompensieren, kann man auch machen. Aber von mir aus kann auch jeder das essen, was er will und glücklich damit sein. Aber viele sind dann schon wieder im Dogmatismus, der einzige Weg ist für Heilung und Gesundheit, du musst dich so ernähren. Also das habe ich erlebt, dass viele davon mit Mangelernährung dann sogar ins Krankenhaus mussten und. Also das ist eher auch, wenn jemand so glaubt, das muss man unbedingt so machen und dann auch noch dogmatisch ist und alle davon überzeugen will, das ist der einzig wahre Weg. Dahinter steckt meistens auch sowas wieder wie eine Scheinheiligkeit. Das Glück da drin suchen und in dieser Gruppe auch wieder Zugehörigkeit zu bekommen, Anerkennung zu bekommen, das haben wir natürlich auch in anderen Systemen wieder, in Ökologiesystemen. Haben wir doch gerade wieder ganz groß, Greta, was da gerade abläuft. Das ist eine Philosophie, die an sich auch nicht schlecht ist. Und insofern ist es aber so,
wenn man mal die systemischen Gesetze der Erde anguckt und die Menschheit, wie sie miteinander lebt, es ist ein kybernetisches, ein holistisches, ein ganzheitliches, ein integrales System. Das greift ineinander. Und da passiert etwas wie, wenn man jetzt hier etwas verändert, wird da und da auch was mit verändert, was durchaus vermeintlich gar nicht mehr diese positiven Auswirkungen hat, die man sich so vorstellt. Windkrafträger auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite, ja, momentan sieht es so aus, dass sie ganz viele Insekten vernichten, das ist für die Besteuerung wieder nicht gut, ne? Ja. Tja, wollte man da was Gutes tun, hat man hier wieder was Schlechtes erreicht, ja? Aber dieses weite Denken auch, was so eine Windkraft ist zu bauen, wie viel CO2 das produziert, das ist unglaublich. Und bis es sich amortisiert hat, also auch in einer CO2-Bilanz, fraglich. Das gleiche gilt mit E-Autos. Also E-Autos, ich finde die echt irgendwo geil, weil ich auch Elektroingenieur bin, ist schon eine coole Sache. Aber rein ökologisch, wie sie momentan gerade gebaut werden, mit den Batterien, es gibt gar kein Konzept, wie die Batterien entsorgt werden sollen. Also sie sind doch giftig und wenn sie brennen, brennen sie 2 Tage. Und Chile oder andere Länder werden ausgebeutet, dafür das zu machen, dass das sehr die richtige Form, also rein als Elektroingenieur würde ich sagen, schwierig, ökologisch das zu betrachten. Ja, aber das wollen ja viele gar nicht wahrhaben, ne? Weil sie dann so in ihrer Scheinheiligkeit, in ihrer Verbohrtheit sind, das muss jetzt so passieren. Ja, und dann hilft man den einen Menschen, den anderen schadet man, dann sagt man, will die Welt retten, aber letztendlich geht bei der Weltrettung die andere Hälfte auch wieder verloren. Naja, da hat man dann nicht hingeguckt oder nicht dran gedacht. Es ist auch echt schwierig. Also, das bedeutet, Erdung bedeutet, ganzheitlich zu denken, zu gucken, was hat das eine für Auswirkungen dahinter. Erdung heißt nämlich, den weltlichen Gesetzen reinzugehen und auch in eine irdische Liebe reinzugehen, nicht nur die spirituelle, man darf beides haben, umso besser. Aber nur das Spirituelle, schwierig, nur das Irdische, auch schwierig. Eigentlich ist es sowieso das Ganzheitliche. Und ihr kennt das ja sicherlich auch, Yin und Yang, das eine findet sich im anderen wieder und muss auch beides bedient werden. Und dann kommt man in eine Art sozusagen Weitsichtigkeit, ganzheitliches Denken, das ist auch eine Form von Erleuchtung, dass einem alles klar ist. Und häufig ist den Scheinheiligen nämlich nicht alles klar, denen ist nämlich dann häufig nur eine Wahrheit klar und nur ein Weg. Das ist dann häufig uneinsichtig, dogmatisch. Es sind nicht alle so dogmatisch, aber es gibt ja fließende Grenzen, die dahinter sind. Da gehen sie natürlich gerne auch in so ein Helfersyndrom rein, dass sie dann in dem Augenblick auch noch mit ihrer Idee sich sowieso, aber das vergessen sie dann meistens auch irgendwie so richtig, die ganze Welt auf einmal retten wollen. Schwierig, ja, weil es auch Andersdenkende gibt. Und dieses mit einer Demut in Liebe, ganzheitlich, offen, tolerant denken zu können, fällt schwierig. Das erlebe ich dann auch häufig, wenn ich solche Menschen als Klienten habe und im Bereich des Coachings und dem Psychotherapeutischen ist es unglaublich schwer, mit diesen zu arbeiten. In der Psychologie gibt es auch Untersuchungen und Studien, umso gläubiger man ist, gläubig, scheinheiliger oder sonst etwas, umso dogmatischer wird man und so intolerant wird man. Also das heißt, wenn man sehr tolerant ist, dann muss man auch Glaubenssysteme in Frage stellen, ob die überhaupt richtig sind und warum gibt es die überhaupt. Auf alle Fälle eins, Glaubenssysteme schaffen Zugehörigkeit, dann ist man nicht so alleine und darüber kann man auch sein Seelenheil finden und suchen. Aber häufig ist es einseitig nur. Und insofern achtet darauf, ob ihr vielleicht selber ein bisschen scheinheilig seid mit dem, was ihr gerade tut, wie es tut. Oder dass ihr gerade von so einem System eingelullt werdet, euch dort mit hineinzugeben, weil häufig auch Sekten arbeiten nach dem Prinzip der Scheinheiligkeit, dass sie sozusagen ein Konstrukt darüber stülpen, eine Gemeinschaft schaffen mit starken Zugehörigkeitssystemen, in der du, wenn du dabei bist, geliebt wirst und dein Glück bekommst. Ja, und am besten wäre es, du hast es hier in deinem Herzen, selber. Also, bevor ihr die Welt rettet, rettet euch erstmal selbst, aber nicht mit einem scheinheiligen Programm. Ja, das wird dann auch zu einem Psychospiel, wo die Teilhabenden vermeintlich glücklich sind, aber wenn man da hinten reinbohrt und mal guckt, ist dann häufig ein tiefer Mangel zu entdecken. Und den sollte man erstmal auflösen. Und dann kann man sozusagen in eine übergeordnete Freiheit, in eine übergeordnete Glückseligkeit mit sich und anderen Menschen gehen.
und dich nicht wie die Rattenfänger einfangen zu lassen. Wir sind ja nicht die Rattenfänger, sondern die eingefangen worden sind. Aber ihr wisst Bescheid. Ja, nicht jede Heiligkeit ist heilig und nicht jeder Schein ist so, wie es scheint. Also schaut mal genauer hin, wie sieht es denn wirklich aus. Alles Gute, tschüss, der Christian bei Psychospiele der Erwachsenen. Alles Gute, bis bald zum nächsten Blog. Ciao, ciao.